Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Marc Jongen für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, für Kultur kann es eigentlich nie genug Geld geben. Mit diesem positiven Vorurteil muss sich jeder Kulturpolitiker, der ja ein Freund und ein Mensch der Kultur sein sollte, seinem Ressort nähern. Eine Natur, ja, Sie sind eher Freunde der Propaganda und Ideologie, dazu komme ich noch. Eine Kulturnation wie Deutschland muss sich ihr kulturelles Erbe auch etwas kosten lassen. Das sind wir uns schuldig. Das sind im Übrigen auch Investitionen, die sich durch indirekte Effekte wie Tourismus, Kreativwirtschaft etc. hundertfach bezahlt machen. Der vorliegende Haushaltsplan indes und damit die Kulturpolitik der Bundesregierung geben Anlass, von diesem positiven Vorurteil abzurücken und einzusehen, es gibt auch im Feld der Kultur und Medien Investitionen, die besser nicht getätigt würden, nämlich solche in linksideologische Propaganda und Förderprogramme, die einzig und allein dem Zweck dienen, Kunst und Kultur auf globalistische, migrations- und EU-euphorische Linie zu bringen. Das sind kulturelle Schadprogramme, deren Mittel besser in Denkmalschutz und kulturellen Substanzerhalt fließen sollten, meine Damen und Herren. Prominentes Beispiel, die Kulturstiftung des Bundes wird im Haushaltsplan der Bundesregierung mit 35,5 Millionen Euro bedacht. Laut ihrer künstlerischen Direktorin, Frau Hortensia Völkers, will die Kulturstiftung Maßnahmen gegen Abschottung und ideologische Homogenisierung fördern, etwa zum Beispiel mit dem Programm 360 Grad, das eine, Zitat, diversitätsorientierte Öffnung von Kultureinrichtungen anstrebt. Welcher Neusprech, meine Damen und Herren. Die Einzelprogramme heißen dann Everyone's Welcome, Theater Bremen Goes Diversity, Migranten sollen Angebote in der Stadtbibliothek Köln entwickeln und dergleichen mehr. Bis 2024 sollen 21 Millionen Euro in das Programm 360 Grad fließen. Meine Damen und Herren, Kunst und Kultur werden hier zu propagandistischen Begleitmusik für eine verfehlte Politik der Masseneinwanderung degradiert. Man führt auf deutschen Theaterbühnen einen paranoiden Kampf gegen Rechts, wobei Rechts schon jeder ist, der nicht bereit ist, Tradition und kulturelles Erbe einer staatlich verordneten multikulturellen Zukunft zu opfern. Mit anderen Worten, der nicht bereit ist, der Zerstörung dieses kulturellen Erbes, jedenfalls einem gewaltigen Niveauverlust, zuzustimmen. Ich finde es auch immer wieder frappierend, dass je vehementer Vielfalt eingefordert wird, das Ergebnis desto uniformer und austauschbarer aussieht, weil es eben nicht die gewachsene Vielfalt von unten ist, sondern eine von oben aufgestülpte Vielfaltsideologie, meine Damen und Herren. Und das Fatale ist, mit solcher Kulturpolitik züchtet man sich eine Kaste von Staatskünstlern und Staatskulturschaffenden heran, die genau wissen, was sie abzuliefern haben, um an die begehrten Fördertöpfe zu gelangen. Wer nicht das hohe Lied von Vielfalt, Gender, Migration singt, der geht leer aus. Und die Freiheit der Kunst besteht bald nur noch auf dem Papier des Grundgesetzes, aber wirklich unabhängige Köpfe führen hier in Deutschland mittlerweile ein Dissidentendasein. Das ist die traurige Realität. Ich will nicht nur anklagen, es gibt auch positive Aspekte der Kulturförderung durch den Bund, dass zum Beispiel der Etat für das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss massiv erhöht wurde, war dringend notwendig, damit dieses kulturelle Schaufenster Deutschlands zur Welt in die operative Phase eintreten kann. Und ich habe mich gestern, werte Frau Grütters, am einstimmigen Beschluss im Stiftungsrat des Humboldt-Forums für die neue Organisationsstruktur und den neuen Generalintendanten beteiligt. Und ich kann Ihnen die wohlwollend kritische Begleitung dieses wichtigen Kulturprojekts durch die AfD-Fraktion zusagen. Umso wichtiger ist es mir, Sie und die Bundesregierung
hier an dieser Stelle noch aufzufordern, stoppen Sie bitte dieses unsäglich misslungene Freiheits- und Einheitsdenkmal, die sogenannte Einheitswippe, die direkt neben dem Humboldt-Forum errichtet werden soll und die mit sage und schreibe 17 Millionen Euro zu Buche schlägt. An die Stelle neben dem Stadtschloss gehören die historischen Kolonnaden wieder hin, meinetwegen in einer analog veränderten Fassung, wie auch das Stadtschloss wieder aufgebaut worden ist, aber nicht diese alberne Bundesbanane, mit der auch in Wahrheit niemand glücklich ist. Noch ist Gelegenheit dazu. Herr Kollege Jongen, ich komme zum Schluss. Noch ist Gelegenheit dazu. Bitte streichen Sie diesen Unsinn. Vielen Dank.